Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem Update-Video zur Spendenaktion Zocken für den guten Zweck. Wer es nicht weiß, ich habe auf meinem YouTube-Kanal im April 3 Tage lang, beziehungsweise es war eigentlich eine Woche, 5 Tage, eine Spendenaktion gemacht, die Zocken für den guten Zweck hieß, und wir haben Spenden gesammelt für Menschen mit Behinderung im ambulant betreuten Wohnen, wo ich arbeite. Und das Ganze war ziemlich erfolgreich. Das war meine erste Spendenaktion auf meinem Kanal. Daher habe ich das Ganze relativ niedrig angesetzt, habe so mit 250 Euro gerechnet. Wir haben allerdings dank eurer Hilfe 859 Euro zusammenbekommen. Von diesen 859 Euro sind PayPal-Gebühren weggegangen für die PayPal-Spender. Das habe allerdings ich aus meiner Kasse bezahlt. Und es sind noch 5% weggegangen für Fundraiser. Das war die Spendenplattform, über die ich das gemacht habe. Ich habe schon gehört, viele sagen dann, oh, 5% ist natürlich doch schon viel bei so einer Summe, und dem stimme ich auch zu. Allerdings hat Fundraiser mir auch viel Arbeit abgenommen. Also ich musste nicht erst eine Website erstellen, ich musste nicht erst einrichten, dass man spenden kann per PayPal, per Kreditkarte und so weiter und so fort. Es war alles relativ einfach, und von daher finde ich die 5% in dem Fall gerechtfertigt. Das heißt, es blieben übrig von diesen 859 Euro 816 Euro und 5 Cent. Und es ist eine gewaltige Summe. Wer den Livestream mit angeschaut hat, weiß, ich war völlig überwältigt, als wir, ich glaube, über 400 hatten oder so. Und als wir dann 800 hatten, ich bin völlig durchgedreht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Warum ich mich jetzt erst melde, fragt ihr euch sicherlich. Zum einen musste ich das Geld erstmal überweisen, musste wissen, auf welches Konto das kommt und so weiter und so fort. Und zum anderen wollte ich natürlich auch ein bisschen warten, bis die Menschen mit Behinderung sich überlegt haben, was sie damit machen wollen, weil das wollt ihr ja sicherlich wissen. Deshalb habe ich zum einen hier die Spendenbescheinigung, die ich euch vorlesen möchte. Und zum anderen erzähle ich euch gleich, was mit dem Geld passiert. Sehr geehrter Herr, meine Wenigkeit, für Ihre Spende in Höhe von 816,05 Euro zugunsten unserer Einrichtung und Ihr vorbildliches Engagement möchte ich mich auch im Namen der Vorstandschaft ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und somit auch bei euch. Ihr habt es möglich gemacht. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie nicht nur die Arbeit, sondern tragen auch dazu bei, die Lebensqualität der von uns betreuten Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Jede Spende ist für uns auch ein Zeichen der Solidarität. Danke, dass Sie sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft einsetzen. Mit freundlichen Grüßen, der Vorsitzende meiner Arbeit. Okay, nach diesem netten Brief wollt ihr sicherlich alle brennend wissen, was damit passiert. Und wir haben seit 2 Wochen eine Liste aushängen bei uns auf der Arbeit, wo jeder quasi seine Wünsche eintragen kann, was denn mit dem Geld passieren soll. Und wir haben 3 Wünsche bisher drauf. Es gab nicht mehr, weil die meisten sind ziemlich einverstanden mit diesen 3 Wünschen. Zum einen ist es der Tischkicker, ein richtiger Tischkicker, so ein richtig großer, geiler Tischkicker. Und das war ja auch das, was ich euch gesagt habe, das war schon lange gewünscht. Das wollen sie verwirklichen. Dann kam der Ruf nach einem neuen Grill. Wir grillen häufig im Sommer mit den Menschen. Und wir haben nur so einen kleinen Schwenkgrill. Und wenn wir da mal sind mit 20 oder 30 Leuten, dann dauert es ewig, bis jeder sein Essen hat. Und bis die einen ihr Essen bekommen, ist der zweite steht schon wieder da. Also der andere steht schon wieder da und will dann seine 2. Portion abholen. Und ich selber bin meistens hier der Grillmeister dran, und das ist wirklich ein Chaos. Von daher, die wollen einen richtig großen Grill, und ich finde, das ist auch eine gute Idee. Den sollen sie haben. Und der 3. Wunsch, falls da noch Geld übrig bleibt, war Polster für unsere Gartenmöbel. Also wenn wir dann draußen sitzen im Sommer jetzt wieder, einfach Polster für die Gartenmöbel, haben wir bisher keine. Und ja, diese 3 Sachen stehen bisher drauf. Alle waren super, super glücklich über diese Spende und haben sich gefreut. Ich habe mich gefreut, es war eine super tolle Aktion. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall wiederholen, wenn ich die Zeit dazu habe. Vielleicht im Urlaub, in den Weihnachtsferien oder Sommerferien vielleicht schon. Aber da werden wahrscheinlich viele von euch weg sein. Ich weiß es noch nicht. Das überlegen wir uns noch. Jedenfalls, Update von mir. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr dazu? Wie fandet ihr die Aktion? Würdet ihr wieder bei sowas mitmachen? Lasst mich einfach ein bisschen eure Meinung wissen. Denkt dran, das Video zu bewerten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.